Hallo ihr Lieben, hier ist Dr. Carola Javed-Kistel. Ich melde mich aus Mexiko. Es ist Ende Oktober 2023. Ich bin jetzt etwa seit 1,5 Jahren hier, noch schon ein bisschen länger sogar. Und ich wurde in der letzten Zeit sehr viel von lieben Freunden, Weggefährten, Patienten, Verwandten auch immer wieder gefragt, ja, komm doch langsam mal zurück nach Deutschland, wann kommst du wieder, wann machst du deine Praxis wieder auf, wann können wir dich hier wieder begrüßen, in die Arme schließen. Und dann musste ich immer wieder sagen, nein, das geht noch nicht, das ist noch nicht möglich, ich werde immer noch verfolgt. Die Verfahren gegen mich sind nicht eingestellt worden, wegen der Maskenatteste, wegen der Impfunfähigkeitsbescheinigung, auch nicht wegen Volksverhetzung. Es läuft alles noch weiter. Es werden nach wie vor auch noch Patienten von mir vorgeladen, verurteilt, manchmal sogar in zweiter oder dritter Instanz, obwohl sie schwer krank sind und die Atteste von mir aus gutem Grund bekommen haben. So wie mir geht es leider auch vielen meiner Kollegen, einige sind verurteilt worden schon, müssen in die Revision gehen. Andere sitzen zum Beispiel wie Dr. Bianca Witschel immer noch in Haft. Der Heinrich Habich ist ja im Moment gerade, Gott sei Dank, entlassen worden aus der Haft. Aber wir werden immer noch verfolgt und ja, es werden immer noch Exempel statuiert. Von daher werde ich erstmal noch nicht zurückkommen. Es ist auch so, dass meine posttraumatische Belastungsstörung und Angststörung auch immer wieder getriggert wird, natürlich, wenn ich dann höre, dass zum Beispiel ein Dr. Rainer Föhmich von Mexiko aus nach Deutschland gebracht wurde und dann eingesperrt wurde. Oder wenn ich die Geschichten mir anhöre, wie es dem Dr. Heinrich Habich gegangen ist in der Haftanstalt in Bochum, wie es auch einigen meiner Patienten immer noch geht, die auch ja wirklich sehr schwer darunter leiden, wie sie verfolgt werden von der Justiz. Und von daher werde ich auf alle Fälle noch hier bleiben. Und ich denke, ich werde auf alle Fälle abwarten, bis wir vollständig rehabilitiert werden als Ärzte, bis wir alle freigesprochen werden und bis wir wirklich wieder ungestört in Deutschland arbeiten und praktizieren dürfen. In der Zwischenzeit werde ich aber natürlich auf alle Fälle hier gute Dinge voranbringen. Die meisten Leute, die mich kennen, verfolgen auch meine Kanäle. Die Hauptkanäle sind also Dr. Carola Javed-Kistel, miteinander mutig sein. Ärzte stehen auf für Patienten. Und der andere Kanal ist der Gesundheitskanal. Gesundheit ist kein Hexenwerk. Und ich werde in den nachfolgenden Minuten jetzt noch ein bisschen darüber berichten, was ich alles so mache hier in Mexiko, wie ich mir die Zeit vertreibe, wie es mir gelungen ist, aus meiner Angststörung, Depression so ein bisschen herauszukommen, auch aus der Opferrolle und wie es dann auch weitergehen könnte für mich selbst, für meine Familie, für meine Praxis. Natürlich auch für meine Weggefährten, wie es insgesamt mit Deutschland auch vielleicht weitergehen kann. Okay, ich denke, wir fangen mal langsam an. Mit meinen Kanälen bei Telegram möchte ich natürlich in erster Linie aufklären zu Fragen in der Gesundheit, zur Ernährung, zur Impfproblematik, zu Auswirkungen, die wir im Prinzip alle spüren hinsichtlich digitaler Totalüberwachung, irgendwann Bargeldabschaffung, Transhumanismus, 15-Minuten-Städte und so weiter. Alles, was so die schöne neue Weltordnung mit sich bringen soll. Und da versuche ich so gut wie möglich aufzuklären und versuche auch immer wieder Aktionen oder Aktivitäten damit hineinzubringen der verschiedenen Organisationen. Ärzte stehen auf, Ärzte für Aufklärung, MWGFD und auch der Ärztliche Berufsverband Hippokratischer Eid, der im letzten Jahr gegründet wurde. Ich hoffe, es war das letzte Jahr, doch, das war das letzte Jahr und der auch sehr aktiv ist. Also da versuche ich auf alle Fälle auch immer mich wieder ein bisschen einzubringen und die Informationen zu verteilen. Bin auch oft in irgendwelchen Zoom-Calls noch mit dabei. Auch im Expertenrat, wo sich viele Heilpraktiker und Ärzte finden, die gerade jetzt Corona-impfgeschädigte Patienten aufklären und beraten. Denn ich habe ja auch einige Patienten hier mittlerweile in Mexiko, aber dazu komme ich noch. Ansonsten bin ich auch fast jedes Mal dabei beim Levana Online-Stammtisch, den mein lieber Kollege und Weggefährte und Freund Rolf Krohn ins Leben gerufen hat. Ein Zusammenschluss mehr oder weniger der impfkritischen Elternstammtische, der zum Teil online, zum Teil aber auch live abläuft und wo immer sehr gute und tolle und wichtige Experten eingeladen
werden die zu bestimmten Themen berichten und wo man auch fragen kann natürlich, wie es dann so weitergeht. Und was natürlich auch noch ganz, ganz wichtig ist, unsere Sendung Tatort Impfen, die wir jetzt bei Alterna TV ausstrahlen. Wir haben mal bei 24 Media damals angefangen. Im letzten Jahr haben wir die Sendung auch wirklich fast ganz regelmäßig, jede Woche sogar, laufen lassen mit Experten, die wir eingeladen haben, aus der Justiz oder aus dem Gesundheitswesen, Kollegen, ja, aus Selbsthilfegruppen. Wir haben Corona-Impfgeschädigte oder andere Impfgeschädigte eingeladen. In diesem Jahr machen wir das jetzt meistens zweiwöchentlich, weil uns zum einen die Interviewpartner langsam ein bisschen ausgehen. Manche haben wir auch schon zum zweiten oder dritten Mal mit drin gehabt. Und weil auch die Bereitschaft der Impfgeschädigten nicht besonders groß ist, sich in unserer Sendung da auch ja, mit ihrer Geschichte zu outen und zu erzählen, was ihnen da widerfahren ist und worunter sie leiden und was man dann vielleicht auch machen könnte. Da sind alle Menschen wirklich herzlich eingeladen, wer in dieser Sendung mal sich äußern möchte und auch das gesamte Impfnarrativ, nicht nur wegen der Corona-Spritzstoffe, auch sonst mal kippen möchte, ist eingeladen, sich an uns zu wenden, an den Rolf oder an mich. Und wir laden gern immer wieder Experten ein oder auch wirklich Betroffene, Impfgeschädigte und werden da weiterhin aufklären. Dann dieses Thema, das liegt dem Rolf und mir seit über 30 Jahren sehr, sehr am Herzen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, denken wir. Okay, ihr könnt uns über E-Mail erreichen. Meine Webseite ist auch immer noch ganz normal erreichbar. Meine Praxis-Webseite, da stehen auch meine ganzen Kontaktdaten drin. Den Rolf könnt ihr auch erreichen. Und ich denke, das ist eine gute und wichtige und wertvolle Sendung, die man durchaus unterstützen sollte und wo wir auf alle Fälle ein bisschen mehr Licht und Wahrheit in die Welt bringen können, damit die Menschen da nicht mehr blind in diese gefährlichen Impfstoffe hineinlaufen. Ja, durch die Verfolgung in Deutschland hat man natürlich irgendwie dafür gesorgt, dass ich meine Praxis, die ich vorher sehr gut und sehr erfolgreich 24 Jahre lang in Duderstadt geführt habe, dass ich die nicht mehr weiterführen konnte und dass sie nun brach liegt und leider Gottes sich auch noch kein Vertreter gefunden hat, obwohl ich mehrfach ja, gerade auf Telegram gesucht habe, ob es vielleicht noch eine Vertretung gibt. Ein Mediziner, der sich das zutraut, homöopathisch naturheilkundlich zu behandeln, absolut impffrei und maskenfrei und der sich vielleicht auch noch mit Kindern und Jugendlichen und der Beratung und Behandlung von Familien gut auskennt. Bis jetzt hat sich da leider noch keiner gemeldet, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie die Praxis ja irgendwie nach 5 Praxisdurchsuchungen insgesamt doch ein wenig verbrannt ist, auf gut Deutsch, und dass die Leute Angst haben, sich in so eine Praxis reinzusetzen. Ich habe aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Die Praxis ist sehr gut ausgestattet und es wäre sogar noch ein Wohnhaus etwa 200 Meter entfernt von der Praxis auch in Duderstadt frei. Die Praxis ist wunderschön gelegen am Stadtrand, Südlage, unverbaubar, Blick ins Grüne, etwa 100 Meter groß, also wirklich ein Traum eigentlich zum Arbeiten. Und ja, es war 24 Jahre lang eigentlich mein Lebenswerk und ich kann das im Moment ja nicht mehr weiterführen. Ich versuche aber so viel wie möglich online zu beraten und zu behandeln. Und ich habe natürlich auch hier in Mexiko jetzt sehr viele Kontakte zu deutschen Familien, die hergegangen sind, die zum Teil im Urlaub hier sind, zum Teil ausgewandert sind oder auf der Durchreise sind und noch überlegen, ob sie vielleicht in ein anderes Land gehen. Und irgendwie ist es gerade so, dass ich hier wieder sehr viele Familien mit Kindern auch irgendwie in meiner Nähe aufhalten und dann auch mal natürlich diese Kinder ab und zu kleinere oder größere Wehwehchen haben, auch die Eltern. Und dass ich auf alle Fälle auch hier vor Ort immer mal Patienten sehe. Also das, was man verhindern wollte, dass ich in Deutschland weiter praktiziere und dass man mir am liebsten ja auch meine Approbation entzogen hätte, das ist bisher nicht eingetreten. Und natürlich habe ich Patienten hier und gegen Schenkung oder Energieausgleich werden die hier auch quasi behandelt, mehr oder weniger undercover. Also ich habe keine offizielle Praxis natürlich, ich bin immer noch als Touristin hier, aber es kann mir ja niemand verbieten, Menschen zu beraten und auch Menschen zu untersuchen und zu behandeln, wenn diese Familien das wollen.
Ja, die Online-Beratung gestaltet sich dann manchmal ein bisschen schwieriger. Natürlich werden mir die Sachen dann auch zugeschickt, Laborbefunde oder auch Bilder von Hautausschlägen oder wie auch immer, von irgendwelchen Sachen. Aber es ist natürlich nicht dasselbe, als wenn man die Menschen vor Ort sieht. Was ich auch immer wieder mache über meine Kanäle, über den Gesundheitskanal besonders, dass ich jetzt auch mit Affiliate-Links arbeite. Einige Menschen haben mich dafür schon kritisiert und haben gesagt, jetzt gibt es auch auf deinem Kanal oder auf deinen Kanälen hier überall diese Werbung und geht es da nicht ohne und so. Aber ja, man muss ja davon ausgehen, dass mir also wirklich eigentlich von heute auf morgen meine ganze Existenzgrundlage eigentlich entzogen wurde, dass ich nicht mehr arbeiten konnte und dass ich natürlich, also zum einen möchte ich Firmen unterstützen, die jenseits der von Big Pharma sozusagen gute Sachen an den Mann bringen, also gute Nahrungsergänzungsmittel, Supplements, gute homöopathisch-naturheilkundliche Mittel, Pflanzenheilkunde, ja, Phytotherapie, solche Sachen und eben aber auch gute Frequenztherapien anbieten. Also ich habe da schon einige Frequenzmatten zum Beispiel auch beworben, wo ich denke, der Albert Einstein hat durchaus recht gehabt. Als er damals schon gesagt hat, vor vielen Jahren, die Medizin der Zukunft wird die Medizin der Frequenzen sein. Und wir wissen, dass wir da sehr vielen Menschen mithelfen können, dass wir sie positiv beeinflussen können, gerade wenn sie auch chronisch mittlerweile vergiftet werden durch Medikamente, durch Fehlernährung, durch Schadstoffe in Nahrungsmitteln, in der Luft, im Wasser, über Chemtrails, über alle möglichen Sachen. Über 5G, die Belastung. Und da können wir doch sehr viel Positives bewirken. Und ich finde es gut, wenn wir dann nicht die großen Pharmafirmen mit irgendwelchen Sachen unterstützen, wo es dann doch wieder nur noch mehr Vergiftungen gibt, sondern dass wir wirklich gute Sachen dann auch anpreisen. Und das ist dann für alle Leute auch mehr oder weniger eine Win-Win-Situation. Also sowohl für die Pharmafirmen, die kleinen Pharmafirmen, die meistens diese Dinge anbieten, die wirklich das auch nötig haben, dass sie wachsen, dass sie auch ihre guten Sachen besser an den Mann bringen können oder an die Frau bringen können. Und aber auch ja, für die Patienten natürlich in erster Linie. Und wenn dann für diese Leute, die das empfehlen, und dazu gehören ja auch andere Ärzte mittlerweile, bei Rolf Krohn auf dem Kanal finden sich diese Affiliate-Links ja auch oder beim Dr. Bodo Schiffmann und auch bei anderen Menschen. Dann denke ich, dass man das durchaus unterstützen sollte. In erster Linie geht es um die Patienten, aber wenn die Patienten profitieren von diesen Sachen, dann finde ich das auch in Ordnung, wenn wir da auch ein bisschen verdienen können, denn uns wurde ja eigentlich alles genommen. Und ich denke, das kann man vielleicht auch ganz gut verstehen jetzt. Ja, was mache ich noch? Ich habe auf alle Fälle eine Mother Drum Healing-Ausbildung gemacht. Vor mehreren Monaten bei dem Stefan Bergmann, den auch viele noch kennen aus der Demoszene, der Mann im roten Shirt, der Gründer von Peace Code und ja, Heal the Earth. Also, das sind wirklich gute Dinge, die er da angestoßen hat. Und da er bei mir hier in der Anlage auch wohnt, in Playa del Carmen in Mexiko, haben wir uns natürlich näher und besser kennengelernt. Ich bin mit seiner ganzen Familie gut befreundet. Und ich habe diese Ausbildung gemacht und Mother Drum Healing hat mich sehr begeistert von Anfang an schon, weil ich auch selbst unter dieser Trommel gelegen habe. Das ist eine riesengroße Trommel, unter der man dann selbst diese Töne und Vibrationen und alles quasi empfangen und verarbeiten kann in seinem eigenen Körper. Mithilfe auch eines Medizinrades, eines Steinkreises, der um einen herum gelegt wird mit Heilsteinen, die passend ausgesucht werden, auch mit Hilfe von Pflanzen, die ja, die verräuchert werden und die wirklich auch ganz, ganz tief über das olfaktorische System eigentlich in jeden Menschen eindringen und ihn positiv beeinflussen können. Also dieses ist ein geschlossenes Heilsystem, das Mother Drum Healing System und das macht mir sehr viel Spaß. Ich habe inzwischen auch das entsprechende Equipment dazu mir angeschafft und kann das hier anbieten für Menschen vor Ort. Habe auch schon mehrere Male jetzt online das angeboten über Alicia Cosumitra und
Ja, da waren dann Leute aus Mexiko, aus Guatemala und aus Deutschland oder dem deutschsprachigen Raum zugeschaltet. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich ganz gut kann und was ich ja, gut in meine Heilkunde hier noch mit integrieren kann, die ja doch in erster Linie immer homöopathisch naturheilkundlich einfach aufgestellt war. Aber jetzt kann ich das integrieren und das macht mir unheimlich viel Spaß. Des Weiteren habe ich auf alle Fälle auch noch Kontakte hier zu Menschen, die sich mit Maya-Heilkunde, mit Schamanismus, mit Pflanzenheilkunde gut auskennen. Und auch da mache ich jetzt dann meine zweite Ausbildung oder ja, also eine Erfahrungsheilkunde sozusagen im Maya-Dschungel Ende oder Mitte November, nochmal über 4 Tage bei einem Maya-Schamanen. Und das finde ich auch sehr interessant, weil man das hier auch natürlich ganz gut integrieren kann mit den heimischen Pflanzen und mit den Ritualen auch. Feuerzeremonie, Kakaozeremonie, alles, was da so abläuft. Und das macht mir auch sehr viel Spaß, hat auch sehr viel mit Musik zu tun. Und die Leute, die mich kennen, die wissen auch, dass ich schon immer sehr musikbegeistert war und dass ich auch gern singe, gerade mit meiner Schwester zusammen, die mich hier auch schon 4-mal mittlerweile besucht hat in Mexiko. Und die beste Verbindung sozusagen immer ist in die Heimat wieder. Und ja, das ist auf alle Fälle eine gute Sache, die mir auch sehr viel Halt gegeben hat und sehr viel Hilfe hier gebracht hat. Ja. Ein weiteres Betätigungsfeld hat sich für meine Schwester und auch für mich dann aufgetan, als uns der Joschka Ramelow aus London vor einigen Monaten gebeten hat, dass wir ihn unterstützen bei einem sehr wichtigen Projekt oder bei sehr wichtigen Projekten, die wir jetzt schon seit einigen Monaten quasi fortführen. Also der Joschka ist sehr aktiv. Er schaut sich immer Videos aus dem englischsprachigen Raum an, aus England oder aus den USA auch, die sehr wichtig sind, die auch wirklich zur Aufklärung sehr wichtig sind. Aus der Stu Peters Show zum Beispiel oder Dr. Jane Ruby Show. Interviews mit Karen Kingston oder Sascha Latipova oder anderen wichtigen Leuten, die wir dann, oder die besser gesagt der Joschka erstmal ins Deutsche überträgt und die wir dann synchronisieren. Das macht uns sehr großen Spaß. Also das ist etwas ganz, ganz Neues. Ich habe das früher noch nie gemacht, aber wir bekommen da sehr positive Resonanz darauf und die Videos wurden mittlerweile schon von mehr als 4 Millionen Menschen, glaube ich, angeschaut. Manche mehr, manche weniger, je nachdem, wie interessant die natürlich auch sind. Aber das ist eine sehr wichtige Tätigkeit. Also ich werde auch immer wieder gefragt, ja, kannst du nicht mal das oder das Video übersetzen? Ich selbst kann das gar nicht, weil mein Englisch viel zu schlecht dazu wäre. Aber der Joschka macht das auch mit Hilfe natürlich einer künstlichen Intelligenz, aber er muss es dann nochmal extra aufbereiten und hat sehr viel Arbeit damit. Und wir sprechen das dann ein und wirklich mit den einfachsten Mitteln. Also ich habe ein Handy, von dem ich den Text ablese, mit dem anderen Handy nehme ich es dann auf und der Mario Bode von Mitteldeutschland TV, der muss das dann alles wieder zusammensetzen, zusammenschneiden, die Tonspuren dann alle wieder zusammenbringen und er macht das ganz, ganz toll und mit sehr viel Engagement und wir bekommen da auch sehr viel Lob dafür. Also es ist ja im Prinzip, wir sind alle Laien, wir haben das ja nicht gelernt oder so, aber es ist auf alle Fälle besser, als wenn man einfach nur Untertitel liest oder als ob eine künstliche Intelligenz irgendwie, also die Stimme spricht. Denn man bringt ja seine eigenen Gefühle und seine eigenen Emotionen und seine eigene Intention da, die Sachen unter die Menschen zu bringen, auch noch mit in die Aufnahmen rein. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb kann man sich das auch ganz gut angucken oder anhören, weil es einfach etwas sehr Menschliches dann noch an sich hat. Wir wollen das auf alle Fälle weiterführen und wer uns da unterstützen mag, der kann sich auch gern bei uns melden, kann uns da auch mit Technik vielleicht weiterhelfen oder wie auch immer. Aber ja. Das ist auf alle Fälle auch ein wichtiges Betätigungsfeld. Da ich im Moment die Befürchtung habe, aufgrund der allgemeinen Lage in Deutschland, in Europa und in der Welt, und ja, man will ja doch diesen Great Reset und doch weiter vorantreiben und den Transhumanismus und die neue Weltordnung etablieren, da habe ich dann wirklich das Gefühl, okay, ich muss wahrscheinlich noch monatelang oder sogar jahrelang hier bleiben in Mexiko und werde deshalb auch versuchen, meinen großen Traum, meine große Vision hier zu verwirklichen mit Gleichgesinnten, mit Kollegen. Ich möchte gerne ein ganzheitliches Heilkundeprojekt hier in Mexiko auf die Beine stellen. Vermutlich an der Lagune von Bacala. Das ist ein riesiger, langgezogener
See, der durch unterirdische Zenoten auch gespeist wird. Sehr klar, sehr rein, sehr sauber, südlich von Cancun und von Playa del Carmen. Mit einer wirklich sehr heilsamen Atmosphäre, mit ja, einer sehr friedlichen Atmosphäre. Und wirklich, es ist einfach magisch, was man dort empfindet und erlebt. Das wäre der richtige Ort wirklich, um ja, Menschen zu helfen, Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen zum Beispiel, Menschen auch mit Impfschäden, Menschen mit allgemeinen Vergiftungen, wie auch immer, dass diese Menschen dort geheilt werden, dass sie zur Ruhe kommen können, dass sie sich mal 4 oder 6 Wochen dort ganz konsequent erholen können und behandelt werden mit Homöopathie, mit Naturheilverfahren, mit Sauerstofftherapie, mit Ozontherapie, mit guten Frequenzen über verschiedene Verfahren, mit, ja, mit bestimmten Zeremonien vielleicht auch, mit Feuerzeremonien, mit Masadorm Healing, mit der neuen germanischen Medizin, wo ich auch schon reinschnuppern konnte bei der Ausbildung mit dem Stefan Bergmann. Ja, mit vielen guten Sachen, die wir auf den Weg bringen wollen. Ernährungstherapie, Bewegungstherapie, Yoga, Meditation, alles, was wirklich den Menschen hilft und was also wirklich weit weg ist von einem normalen Krankenhaus. Es sollte auch nicht Krankenhaus heißen. Es wird auf alle Fälle Heilkundezentrum oder Gesundheitszentrum heißen und es wird auch sich dort sehr gut in die Natur einbetten. Wir wollen versuchen, eine Stiftung zu gründen, sodass sich Leute bei uns melden können, die da mitwirken wollen, nicht nur mit Rat und Tat, sondern eben auch finanziell sich beteiligen wollen und die genauso große Visionen haben wie wir. Wir sind im Moment erstmal nur zwei, das heißt meine liebe Kollegin Katja aus Amerika, aus Denver, Colorado, die auch ehemals in Deutschland aufgewachsen, geboren ist, dort studiert hat, aber jetzt in Denver halt lebt. Und ja, wir sind auf alle Fälle schon mal zwei, die da ziemlich deckungsgleiche Vorstellungen haben, auch vielleicht noch mit einem Kräutergarten vor Ort, wo wir direkt auch die Pflanzen ziehen können, mit denen wir dann auch die Menschen positiv in der Therapie beeinflussen können. Weit ab natürlich von irgendwelchen Drogen oder so, also es hat damit gar nichts zu tun, sondern wirklich nur gute Sachen. Wer uns da helfen will oder unterstützen will, der kann sich auch gerne an mich wenden über meine Telefonnummer. Oder online am besten natürlich über Telegram oder WhatsApp oder Signal oder wie auch immer. Über E-Mail bin ich jederzeit zu erreichen. Das ist ein ganz, ganz großer Wunsch von mir. Und ich denke, das ist eine gute Sache, die wir auf alle Fälle vorantreiben sollten. Und wir haben ja auch zum Teil schon Unterstützer vor Ort. Ja, zum Schluss noch einige Ausblicke für Deutschland. Das fällt mir immer schwerer, darüber zu sprechen, weil ich jetzt schon so lange weg bin aus Deutschland. Und ich werde immer wieder gefragt, ja, wie denkst du zum Beispiel über die Verhaftung jetzt von Dr. Rainer Füllmich? Das nimmt mich alles unheimlich mit und das triggert mich sehr, weil ich natürlich mit dem Rainer Füllmich hier auch noch vor unserem Tatort Impfen, den wir mit ihm aufgenommen haben, in Mexiko auch Kontakt hatte, auch telefonischen Kontakt hatte, wo er mir zum Beispiel auch schon berichtet hatte, dass seine Pässe abhanden gekommen sind und wo ich ihm dann auch, wo ich gefragt habe, ja, aber dann musst du doch in ein deutsches Konsulat oder in die Botschaft irgendwie und musst dir jetzt neue Pässe besorgen und das geht doch gar nicht, wenn da ein Haftbefehl ausgestellt wurde gegen dich, dann haben die dich doch gleich und er hat das dann so ein bisschen abgetan am Telefon und als ob das alles nicht so dramatisch und nicht so schlimm wäre und also wenn es jetzt wirklich so gewesen ist, dass man ihn dann von Mexiko aus sozusagen nach Deutschland verfrachtet hat und er dann in Frankfurt am Flughafen dann gleich festgenommen wurde und in die Haftanstalt Göttingen-Rossdorf dann eingeliefert wurde, wo ich übrigens ja wahrscheinlich aussitzen würde, weil ich ja aus dem Landkreis Göttingen komme und weil die Staatsanwaltschaft Göttingen ja gegen mich auch Anklage erhoben hatte und eben aber auch noch Verfahren da auch in Hannover auch noch laufen. Also das nimmt mich alles schon sehr mit und ich hatte daraufhin auch gleich wieder ziemliche Albträume. Also, wie gesagt, ich werde definitiv erst zurückkehren nach Deutschland, wenn alle Verfahren gegen mich komplett eingestellt werden und auch am besten gegen meine Kollegen natürlich auch keine Verfahren mehr laufen. Das ist wirklich ein Irrsinn, was da abgeht. Der Rolf, da sollten ja normalerweise 9 Verhandlungstage laufen. Rolf Krohn ist jetzt ein bisschen reduziert worden, aber der Dr. Wolfgang Urmetzer in Nürnberg steht, glaube ich, 22 Mal
an 22 Tagen vor Gericht. Und man behandelt uns wirklich wie Schwerverbrecher, wie Top-Terroristen. Und es stehen immer noch die falschen Leute vor Gericht. Wir sind nicht die Verbrecher sind auf der anderen Seite. Und das müsste langsam mal klar sein, dass wir wirklich nur unserem hippokratischen Eid gefolgt sind, dem Genfer Gelöbnis, dass wir uns schützend vor unsere Patienten gestellt haben und den Nürnberger Kodex auch befolgt haben und dass wir wirklich auch aufgrund der ganzen Daten und Fakten und Zahlen und Studien jetzt wirklich also auch absolut im Recht waren mit unseren Warnungen vor diesen ganzen Corona-Maßnahmen, Zwangsmaßnahmen und so weiter, mit den Warnungen auch wegen dieser ganzen Spritzstoffe, wo man jetzt wirklich auch sieht, wie viele Menschen plötzlich und unerwartet gestorben sind oder vielleicht noch sterben werden und schwer geschädigt wurden. Und ich bin ganz, ganz froh, dass wirklich viele meiner Mitstreiter immer noch auf der Straße sind und immer noch quasi versuchen, das Unheil damit aufzudecken. Allen voran mein lieber Freund, zum Beispiel Arthur Helius, Björn Banane, Thomas Brauner, Sabrina Kollmorgen, Guy Dawson und wie sie alle heißen, ganz liebe Weggefährten. Ich habe aber die Befürchtung, dass es einfach mit diesen Demos nicht mehr großartig etwas bringt, dass immer nur wieder die Aufgeklärten, Aufgewachten versuchen, andere Leute wieder aufzuklären und aufzuwecken. Und trotzdem stehen da meistens dieselben Leute auf der Straße und die anderen schlafen zu Hause weiter und brauchen vielleicht noch viel, viel mehr ja, Input, damit sie endlich erwachen und damit sie sehen, dass das wirklich eine weltweite Geschichte ist, die eingefädelt wurde von den Eliten oben, von dem militärisch-industriellen Komplex, von wenigen Milliardären, die weltweit alles kontrollieren und den Great Reset und die neue Weltordnung unbedingt umsetzen wollen, mithilfe der Klimaagenda, mithilfe von neuen Pandemien, die sie sich ausdenken, mithilfe von Kriegen, von Bürgerkriegen, die ja, entfacht werden. Einfach, wenn man immer wieder Menschen gegeneinander aufhetzt, die eigentlich Freunde sein müssen und Brüder sein müssten und Schwestern. Das ist ganz, ganz furchtbar, was da abläuft. Und ich denke nicht, dass man mit den Demos da noch sehr viel erreichen kann. Was die Demos aber natürlich machen, sie vernetzen die Leute weiter miteinander und sie sorgen dafür, dass die Menschen sich nahe sind, dass sie sich austauschen können. Aber viele Menschen sind auch mittlerweile wirklich demomüde und sagen, es bringt doch alles nichts mehr. Die Regierung tritt sowieso nicht zurück. Und ja, natürlich, wenn man weiß, wie mächtig die Eliten oben sind und wie sie die ganzen Politiker und die Medien kontrollieren und finanzieren, dann hat man da auch das Gefühl, das bringt alles nicht mehr so richtig was. Mich hat jetzt auch noch mal vorgestern, glaube ich, eine Frau angeschrieben, die zum Beispiel in einer Reha-Klinik war und dann gesagt hat, ja, dann hatte ich eine Erkältung und dann musste ich mich testen lassen und dann kam ich in Quarantäne oder in Isolation, weil dann irgendein Test positiv war und dann wurde ich nochmal getestet und nochmal und wann hört das denn endlich auf? Dann habe ich ihr nur geschrieben und gesagt, ja, wenn keiner mehr mitmacht, wenn ihr das alles einfach nicht mehr mitmacht, wer lässt sich denn jetzt immer noch mit dem PCR-Test testen oder mit dem Schnelltest und wer lässt sich denn immer noch in Quarantäne schicken oder in Isolation? Das kann doch nur aufhören, wenn die Leute sich einfach weigern. Und wenn sie versuchen, nicht mehr gegen das Regime zu kämpfen und nicht mehr gegen die Politiker und gegen die ganzen Verbrecher zu kämpfen, sondern wenn sie einfach etwas Positives in die Welt bringen und einfach ihr eigenes Ding machen und sagen, okay, wir machen jetzt einfach etwas, wo wir uns nicht mehr kontrollieren lassen und nicht mehr erpressen und nicht mehr nötigen lassen und eigenverantwortlich und selbstbestimmt wirklich handeln für uns, für unsere Familie, für unsere Kinder, wo wir einfach nicht mehr mitmachen, egal was von oben angeordnet wird. Wir machen einfach nicht mehr mit und das ist, glaube ich, das Einzige, was wir machen können. Wir müssen einfach unser eigenes Ding machen und eine bessere Welt aufbauen, unsere Kinder auch dementsprechend wirklich liebevoll hinführen in eine bessere Zukunft, sodass sich die anderen Sachen dann irgendwann erübrigen und einfach verschwinden. Wir werden ein krankes System nicht aufweichen und stürzen können. Wir können das nur verdrängen. Das heißt, so weit in die Ecke drängen, dass einfach die anderen Sachen viel, viel interessanter und wertvoller und schöner sind,
und die Menschen sich uns anschließen. Sie sollen sich uns anschließen und einfach dann auch für Freiheit und Wahrheit und Liebe und Aufrichtigkeit und Verbundenheit mit der Natur stehen und wirklich für ein Leben stehen, was wirklich sich nicht mehr irgendwie kontrollieren lässt oder bestimmen lässt von oben. Und das können wir nur, indem wir ein gutes Vorbild sind. Und das ist, glaube ich, das Ziel, was wir verfolgen sollten. Ja, ich hoffe auch, dass wirklich viele Weggefährten von mir noch sich anschließen und auch weiterhin vielleicht auch unterstützt werden von euch, besonders die Ärzte, die ja ganz, ganz wichtig sind, wenn man davon ausgeht, dass sie uns wirklich von oben her noch immer mehr quasi vergiften wollen und ja, einfach uns dezimieren wollen, die Bevölkerungsreduktion weltweit noch fortschreiten lassen wollen. Und da brauchen wir einfach gute Ärzte, und diese Ärzte, die sind im Moment sehr, sehr in Gefahr, verurteilt zu werden, eingesperrt zu werden. Und die Prozesse sind unheimlich teuer. Und von daher bitte ich euch zum Schluss immer noch, unser Ärztehilfswerk Weißer Kranich zu unterstützen. Ganz gezielt für bestimmte Ärzte, die sich gerade in der Schusslinie befinden. Oder eben allgemein, dass man einfach dann schreibt, dass es allgemein verwendet werden kann für alle Ärzte. Oder eben ganz gezielt Schenkung für Herrn oder Frau Doktor sowieso. Das wäre mein großer Wunsch, weil das ist wirklich eine ganz gute und wertvolle und wichtige Sache. Und da kommt auch jeder einzelne Cent bei den Ärzten an, weil das Ärztehilfswerk als Verein jetzt also wirklich auch eingetragen ist und auch wirklich ehrenamtlich, vollkommen ehrenamtlich arbeitet und da nichts irgendwie verloren geht an Geld. Okay, das war jetzt eigentlich soweit das, was ich zu sagen hatte. Ja, und ich hoffe, dass ich weiterhin hier gut und vernünftig agieren kann und leben kann. Sollte mir irgendetwas passieren, dann habe ich mir auf alle Fälle nicht das Leben genommen. Dann hat man von oben versucht, mir was anzutun. Aber für den Fall, dass man versuchen sollte, mich einzusperren oder mir irgendwie sogar nach dem Leben trachten sollte, für den Fall habe ich bei einem Rechtsanwalt meines Vertrauens einige wertvolle und brisante Informationen hinterlegt, und ich glaube, die bösen Leute tun gut daran, dass sie mich hier in Ruhe agieren lassen und dass bestimmte Sachen vielleicht dann nicht an die Öffentlichkeit kommen. Ja, viele Grüße, alles Gute, und ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann wieder. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the sea.